Einem Thema, das jeden betreffen könnte, ist jetzt im Pirnaer Rathaus eine Ausstellung gewidmet, dem Thema Demenz. Es ist ja ein Thema, wo man selber dran denkt, no, es wird die Familie selber oder einen selber irgendwann betreffen können. Und dann ist es schon ein Thema. Weil es jeden beruflich wie privat betrifft. Und privat habe ich mit dem Thema auch schon zu tun. Ich denke, die älteren Leute von der Generation, die jetzt sind, haben ein Problem damit, das offen zu sagen. Ich denke, unsere jüngere Generation jetzt geht ganz anders schon mit dem Thema um. Wir würden gern helfen oder mehr Hilfe vermitteln, aber es ist schwierig für die Senioren oder Seniorinnen, das anzunehmen. Unser Opa hat das auch. Also dadurch kommt man dann damit schon mal in Berührung. Vom 15. Februar bis zum 22. März sind im Foyer und im zweiten Stock des Rathauses sehr eindrückliche Bilder der Hamburger Künstlerin und Fotografin Claudia Töhlen zu dem Krankheitsbild der Demenz zu sehen. Mit dieser Ausstellung möchten die Macher vom Zentrum für Begegnung, Beratung und Bildung e.V. die Pirnaer Bürger für die Bedürfnisse Demenzerkrankter und deren Familien sensibilisieren und jeden ermutigen, auf sie zuzugehen, ihnen bei Bedarf zu helfen und die Erkrankten in ihrem Verhalten wertzuschätzen. Weil diese Ausstellung ja hier im Rathaus stattfindet, wo nicht nur diejenigen hinkommen, die sich für dieses Thema interessieren und die sich bewusst entschieden haben, ich gehe in die Ausstellung, sondern all diejenigen, die im Rathaus etwas zu erledigen haben, die sehen diese Bilder, sind angeregt, sich Gedanken zu machen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist durchaus erstaunlich, was die Fotografin in den Jahren zwischen 1996 und 2004 einfangen konnte und sie damit verdeutlicht, mit welcher facettenreichen Mimik und Gestik die Demenzerkrankten ihre Welt gestalten. Begleitend zur Ausstellung gibt es noch eine Postkartenaktion. Pirnaer Jugendliche haben diese Postkarten gestaltet und sollen dazu dienen, dass die Ausstellungsbesucher ihre Meinung zum Thema Demenz und Alzheimer kundtun. Im Anschluss werden die Postkarten dann ausgewertet und hinterfragt, wer sich wie mit dem Thema auseinandersetzt, denn eigentlich sind es immer noch viel zu wenige. Ich erlebe eigentlich, je älter jemand ist, umso größer sind die Berührungsängste. Die jüngeren Generationen, denke ich, da wächst das Bewusstsein auch darum, dass man die ältere Generation da nicht alleine lassen möchte mit dem Problem. Also wenn wir gucken, wie viele Leute hier auch im ZBBB ehrenamtlich tätig sind als Pflegebegleiter und als Seniorenbegleiter, da ist auch eine ganz große Offenheit da. Das sollte man nie unterschätzen. Oder beispielsweise in der Postkartenaktion mit den Jugendlichen von der Junggemeinde in Pirna, da haben auch junge Leute sich ganz offen diesem Thema gewidmet. Und ich denke, durch solche Aktionen können Berührungsängste abgebaut werden, genau wie durch diese Ausstellung hier. Während der Ausstellung finden insgesamt 4 Informationsveranstaltungen zum Thema Demenz für alle interessierten Bürger, also nicht nur Betroffene, statt. Sie informieren über Therapiemöglichkeiten, Kommunikation, Ernährungsfragen und Körperwahrnehmung mit Demenzleidenden. Auch die Stadt Pirna selber, die mit dieser Ausstellung das Thema sensibilisieren und enttabuisieren möchte, denkt bereits jetzt über weitere Schritte auch in der Verwaltung nach. Begleitprogramm zur Ausstellung sind ja mehrere Vortragsreihen und wir können uns auch vorstellen, dass wir insbesondere für die Mitarbeiter, die im Servicebereich bei uns hier unten im Bürgerbüro arbeiten, aber auch für den Rest der Beschäftigten Informationsveranstaltungen anbieten, damit diejenigen auch geschult sind, wenn derartige Situationen auf sie zukommen. Nun ist es an den Pirnaer Bürgern, sich dieses Themas und des Krankheitsbildes umfassender anzunehmen, die Ausstellung zu besuchen und die Angebote des Zentrums für Begegnung, Beratung und Bildung e.V. in Pirna zum Demenzprojekt zu nutzen.